Thema heute. Als nächsten Stift schauen wir uns den Texterkennungsstift an. Dieser Stift kann deine Schrift in Text umwandeln. Ich kann also zum Beispiel schreiben: Hallo. Und nach einer kurzen Denkpause wird das in getippten Text umgewandelt, den ich dann wiederum verändern kann und verschieben. Du siehst aber, dass diese Funktion ein wenig begrenzt ist. Zu viel Text macht es schwieriger. Er hat hier einen Punkt hineingeführt, er hat alles untereinander geschrieben. Ich müsste also jetzt hier das tatsächlich erst wieder verändern, richtig hinschieben. Kleiner machen. Der Textstift ist toll, wenn du Überschriften, wenn du irgendetwas in Text umwandeln willst. Er ist aber nicht so, dass es wirklich ein nachher bearbeitbarer Text gibt. Trotzdem kann es hin und wieder mal sinnvoll sein.